Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Warte mal. Zu einer ersten Folge von Pokémon Ruby Destiny. Life of Guardians. Ein Moment. Ja, es läuft, ne? Game Boy Playoff. Ich habe ja schon den ersten Teil gespielt. Den zweiten Teil habe ich erstmal übersprungen, weil man da im Pokémon selber ist, meine ich. Und das ist der dritte Teil der Serie. Obwohl der zweite Teil vor dem ersten spielt, weshalb man da leicht verwirrt sein könnte. Jedenfalls haben wir hier Pokémon Ruby Destiny. Viele von euch Life of Guardians werden es wahrscheinlich schon kennen. Weil als andere Leute das gespielt haben, habe ich den ersten Teil gespielt. Da bin ich ein bisschen weit hinterher, ne? Und ihr musst jetzt zwei Tage auf Pokémon warten. Aber es ist jetzt vollkommen okay. Ich drücke einfach mal Start. Und gehe als erstes in die Option, weil Text fast. Battle Scenes on. Battle Style Shift. Sound natürlich Stereo. Und Rahmen. Was Simples. Ist das simpel? Nee. Aber hier. Typ 4. Sieht mir normal aus. Sehr rahmig. Ich sehe aber. Das Bild ist nicht ganz drin. Aber das ist egal. Also auf die Zentimeter kommt es auch nicht drauf an. Oh mein Gott. Hallo there everyone, ich bin Professor Chris. Ja, neuer Opened, bla bla bla, wir callen diese Pokémon Pokémon. Gibt's viele Pokémon. Und viele Pokémon gibt's auch noch. Und ja, das ist das, was die Professoren immer am Anfang sagen. Da muss ich auch nicht unbedingt vorlesen. Signing in. Und ich bin natürlich wieder als... Ja, der Junge sieht aus wie so ein Kotkopf. Deswegen spiel wieder als Mädchen. Und mein Name ist natürlich, wie soll er auch sonst sein? Shia. Mann, Digimon-Musik richtig gut. Ist zwar ein bisschen, wie soll ich sagen, broken, ne? Digimon-Musik in einem Pokémon-Spiel, aber hey, ich beschwer mich nicht. Wir wurden also erfolgreich an der Universität eingeschrieben. Danke, danke, danke. Please inform your child. Bla. Wo bin ich? Oh, hier geht direkt ein Dialog los. Ich rede. Shia! Hä, wo denn? Shia, Shia! Wo bist du, Shia? Okay. Ach, guck mal, wer da ist. Shia! Der kann scheinbar nur Shia rufen. Da bist du ja! Ich such dich schon überall! Warum bist du immer hier? Aber warum bist du überhaupt hier? Wow, es fängt schon an, schlecht zu sein. Du bist was? Shia? Du hast dich mit einem wilden Pokémon angefreundet? Das ist gefährlich. Hast du kein eigenes Pokémon? Wie auch immer, lass uns nach Hause gehen. Ich möchte mich nicht erkälten. Shia, ich weiß, dass du dein eigenes Pokémon haben möchtest und damit um die ganze Region zu ziehen. Ich auch, aber... Du bringst es einfach zu weit. Sei geduldig. Ich weiß. Und ich bin sicher, dass eines Tages werden wir ein Pokémon erhalten. Los, komm. Lass uns endlich nach Hause gehen. Yo, lass uns nach Hause gehen, Mann. Wow, ein Schamane. Children, ihr müsst von hier verschwinden. Was? Warum? Team Rocket. Oh mein Gott, Leute, das ist Team Rocket. Rennen ist nutzlos, Mädchen. Da, die Dark Organization. Na gut, dann halt Dark Organization. Okay, die haben das R weggemacht. Die haben so rote Punkte da. Was zum... Sie sind hier, um meine Pokémon zu stehlen. Ich kann das nicht zulassen. Dieses Drama macht mir völlig verrückt. Gib uns einfach das Pokémon oder das Habitat. Okay, die nuscheln ein bisschen, deswegen versteht man die nicht. Hey, benutzt diese Pokémon im Kampf. Hast du uns, ein Pokémon für uns? Sie sind nicht meine, aber es gibt keine Zeit hier zu erklären. Was zum Teufel? Ich weiß aber nicht, wie man mit Pokémon kämpft. Wie geht's dir hier? Doch, ich kann das. Okay, das soll uns das einfach weggeben. Oder? Wubat, los!
Ja, wie angekündigt, nehmen wir natürlich das Pflanzen-Pokémon. Das ist nämlich unser guter King Sal. Wie sehe ich denn von hinten aus? Was habe ich denn da in der Fresse? Eine Möhre? Moment, da musste ich das kurz einblenden lassen, deswegen war kurz der Ton weg. Ich sehe ja von hinten aus wie Müll. Yeah, Mann. King Cell wird's schon richten. Doom. 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 Easy. Ah, ich habe wieder einen Vorspulbutton. Das ist verrückt. Kaum habe ich einen Vorspulbutton, benutze ich den. Ah, nein, wir haben unsere Mission gefailt. Lass uns hier verschwinden. Das ist eine wirklich gute Idee. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ihr habt wirklich guten Skill gezeigt. Und deswegen könnt ihr diese Pokémon haben. Was? Du verarschst uns doch, oder? Nein, ich bin ernst. Ich war damit beauftragt, diese Pokémon nach Hintertown zu bringen. Als diese zwei versucht haben, das von mir zu stehlen. Es ist eine gute Sache, dass ihr hier wart und mir geholfen habt. Aber ich muss jetzt gehen. Passt gut auf diese Pokémon auf. Werden wir, danke. Und du auch. Komische Frau. Wow, das war komisch. Ich fühle mich glücklich, aber ich bin immer noch unsicher, was als nächstes passiert. Ich meine, wir haben uns ein Pokémon einfach so erlangt. Wir haben uns ein Pokémon einfach so erlangt. Übersetzungsskills. Ich bin froh, dass ich ein Pokémon habe. Und ich weiß, dass du es auch bist. Gut, wie auch immer. Lass uns nach Hause gehen. Ich frage mich überhaupt, was wir eine Zeit haben. Kennst du die Zeit, Chia? Eigentlich nicht. Ich kann nämlich diese Uhr hier nicht lesen. Warte mal, das hier ist 10 Uhr, meine ich, ne? Warte mal. 9, 10. Ja, das ist 10 Uhr. Und wir haben 10 Uhr. Ui. 31. 32. Nö. Yes. Wow. Die Zeit vergeht schnell, hä? Egal, lass uns nach Hause gehen. Unsere Eltern müssen sich schon Sorgen machen. Ich möchte nicht ausgeschimpft werden. Okay, soll ich mein Pokémon nicht benennen? Shia, kann ich vielleicht rein? Ja, was, wenn ich jetzt nackt gewesen bin, ne? Ich habe nicht mal gesagt, ne? Komm rein, Kevin kommt einfach rein, dieser Spanner. Ich bin gerade aus dem Bett aufgestanden, aber scheinbar schlafe ich mit nassen Klamotten. Von daher ist das auch okay. Oh, du bist immer noch wach, hä? So kannst du auch nicht schlafen. Es ist 22:30. Wieso sollte ich um 22:30 schlafen? Ich denke mal, das ist wirklich offensichtlich. Oh, das ist dein Pokémon, hä? Ich dachte, du behältst es bei deiner Seite. Da dachte ich, da bin ich wohl falsch gewesen. Hier, fang! Gut gefangen, wie immer hier. Wir haben immer Fangen die ganze Zeit gespielt. Aber ich denke, das können wir nicht länger tun. Da wir jetzt mittlerweile selber ein Pokémon haben und einer von uns oder vielleicht beide von uns bald auf eine Reise gehen. Ich weiß, du willst deine Reise machen. Und deswegen habe ich. Und deswegen dachte ich, du müsstest mit deinem Pokémon erstmal zurechtkommen, bei deiner Seite stehe. Wie auch immer, meine Mutter hat mich gefragt, ob ich ihr irgendwelche Sachen aus Silkwindtown kaufen kann. Wie auch immer, schon wieder. Der sagt anyways ganz schön oft. Ich muss jetzt gehen. Bis dann, Shia. Darf ich meine Pokémon vielleicht trotzdem benennen? Ja, eben. Der kommt einfach in mein Zimmer rein. Was ist denn das? Erstmal gucken, ob wir hier einen Trank bekommen. Wir bekommen nicht nur einen Trank, wir bekommen sogar fünf. Ach, vielleicht habe ich das noch gar nicht erwähnt, ne? Aber unter Life of Garden steht natürlich Nuzlocke Challenge. Ich meine, ich muss die Nuzlocke Challenge nicht nochmal erklären. Aber ich tue es trotzdem, weil kann ja sein, dass manche Leute die Nuzlocke Challenge nicht kennen. Also gut auf, ich wollte nicht Screen Capture machen, lol. Also, Punkt 1. Ich darf auf jeder Route, die ich komme, nur ein Pokémon fangen. Jetzt rede ich erstmal mit der Mutter. Oh, Shia. Nee, die redet nicht so. Fuck, ich kann momentan nur diese Kratzgeräusche. Oh, Shia. So hast du dein Pokémon erhalten. Das ist wirklich großartig. Möchtest du auf eine Reise gehen?
Sieh dich an, Shia. Es war irgendwie erst gestern, als du noch ein kleines Baby warst. Und nun bist du 10 und möchtest auf ein Abenteuer gehen. Das wird eine Weile dauern, Shia. Cindy. Es ist okay. Lass Shia auf eine Reise gehen. Es ist nicht so, als würde Shia nicht zurückkommen. Ich denke, du hast recht. Shia ist kein Kind mehr. Hier, nimm das. Danke. Nicht, dass ich die bräuchte mit meinem Vorspultaste. Shia, sei sicher, okay? Also, sei sicher? Na, das heißt nicht sei sicher. Sei vorsichtig. Okay. Und vergiss nicht, uns ab und zu besuchen. Ja, mach ich. Hey, der Shia, erinnerst du dich an mich? Ich bin's, deine Tante Cindy. Boah, du bist ganz schön groß geworden. Zeit vergeht echt schnell. Ja, wie auch immer. Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Ich versuche mal möglichst nicht vorzuspulen, um die Musik nicht zu randalieren. Ja, aber was ich eigentlich gerne machen würde, wäre vielleicht King Cell in King Cell benennen. Wenn das jetzt nicht geht, ne, dann warten wir einfach, bis wir die Möglichkeit dazu haben. Wo geht's denn hier lang? Also ich habe das Spiel noch nicht gesehen, ne? Also daher, also warte mal. Genau. Back to den Regeln. Wenn der Pokémon stirbt, wird's auf die Box abgelegt. Ich halte nicht so viel davon freizulassen. Weil, ist ja schade drum. Aber wir machen dann eine Todesbox und da kommen die dann immer rein und ja. Hat sich ja dann auch erledigt. Und erstmal heilen. Hä? Würdest du mal bitte meine Pokémon... Achso, wenn meine Pokémon nicht low life sind, ne? Haben die keinen Bock zu heilen oder was? Ist ja frech. Ist ja frech. Ist ja frech. Oh, hallo. Kevin. Shia, hast du dich entschieden, endlich aufzuwachen? Ich hab nie geschlafen, Junge. Ich wollte gerade nach Silkwind Town gehen, aber... ich kann einfach nicht... Ich kann auch einfach nicht los, Shia. Wir müssen unsere Pokémon austesten. Und ich habe mir gedacht, warum nicht kämpfen? Oh, coole Kampfmusik. Dafür, dass ich eine Karotte im Maul habe, also das Sprite, ich weiß nicht, ist das Sprite verbuggt oder so? Soll das so sein? Oh, da hat ein Glumanda, der Cheater. Los, King Cell. Dann nenne ich den halt King Cell. Ist da drauf geschissen. Scratch. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich ab und zu mal auf Vorspulen drücke, weil das passiert mir jetzt immer. Außer in Rival-Kämpfen. Ich versuche in Arena-Kämpfen und Rival-Kämpfen. Rival-Kämpfen. Mhm. Das heißt Rival, ne? Rivale. In Rivalen-Kämpfen nicht die Vorspultaste zu drücken. Das habe ich aber schon öfters gesagt und es hat nie geklappt. Also macht euch da keine zu große Hoffnung. Wow, Shia. Du bist ganz schön gut für den ersten Kampf. Wenn du so weitermachst, wer weiß, was du noch alles erreichen kannst. Viel. Wow, so fühlt sich also ein Kampf an. Das war intens. Nein, eher aufregend. Ein Trainer zu sein ist cool, oder, Shia? Oh, richtig. Du solltest ein, wenn du ein Wächtertrainer werden willst, solltest du noch etwas wissen. Wie auch immer, ich bin sicher, du wirst deine Träume erreichen, Shia. Gut, ich werde jetzt erstmal gehen. Wir sehen uns später, Shia. Hä? Was denn, gehen jetzt schon wieder ab? Sieh dir das an, Shia. Was ist das für ein Pokémon gewesen? Dieses Mädchen. War sie ein Trainer auch? War sie ein Trainer auch? Oh mein Gott. Ja, Grammatik, Leute. War sie auch ein Trainer? Ihr Pokémon war awesome. Ich wünschte, ich könnte auch so ein awesome Pokémon besitzen. Na. Okay. Ich habe es festgemacht. Shia, ich habe entschieden, auf eine Reise zu gehen und viele Pokémon zu treffen. Und ich möchte andere Trainer herausfordern. Aber davor muss ich nach Silkwind Town. Und dann? Ja, dann werde ich reisen. Hiva! Ich bin so aufgeregt. Gut, ich muss mich beeilen. Wir sehen uns später, Shia. Noob. Ah, da ist schon wieder meine Mutter. Shia, ich habe dir ganz vergessen zu sagen,
dass ich dich in einer Akademie angemeldet habe. Wenn du ein Trainer sein willst, dann musst du zu dieser Akademie gehen und dann kannst du lernen, wie man einer ist. Ich weiß, wie man einer ist. Ich habe schon sehr viel erlebt auf meiner Reise, in meinem anderen Leben. Wie auch immer, da ist ein Boot, welches dich nach Bouquetfeld bringt. Direkt südlich von Silkwindtown. Oder Seidenwindstadt. Du solltest dahin gehen und das Boot wird dich dahin bringen in Kürze. Aber sei vorsichtig, okay? Ja, ja. Immer diese Punkte. Erstmal heilen gehen. Und dann nicht zu vergessen, müssen wir natürlich... Ja, endlich. Nimmt sie auch mal meine Pokémon. Also mir gefallen allgemein auch schon die Sachen. Also was habe ich noch vergessen? Ja, wenn Pokémon stirbt, wird es abgelegt. Und wenn alle Pokémon weg sind, ne, wenn ich alle Pokémon verbraucht habe, habe ich das Spiel verloren. Dann kann ich das entweder umwandeln in ein normales Spiel, deswegen auch auf die Box. Ja, dann kann ich mir meine Pokémon wiederholen. Oder wir beenden das Spiel. Je nachdem, wie gut das Spiel hier bei euch ankommt, machen wir das dann so. Jetzt rede ich erstmal mit... Oh, hallo, Shia. Könntest du mir einen Gefallen tun? Gut, ich habe mein spezielles Item in der Mine in Grünleaf verloren. Es ist schon länger her, aber ich kann es nicht finden, dieses Item. Es ist mir so wichtig. Würdest du es für mich suchen? Klar. Oh, danke. Danke dir so much. Danke dir so much. Quest 1 activated. Another friend. Ja, danke. Ich liebe doch den Leuten das zu bieten, was sie möchten. Hallo, ihr zwei. Wenn ihr Pokémon kämpft, bla bla bla. Wenn ihr mir nichts zu schenken habt, dann will ich auch nicht mit euch reden, ihr Loser. Und du? Oh, das Haus hier sieht wichtig aus. Vielleicht kann ich hier meine Pokémon umbenennen. Die haben keine Treppe nach oben. Oh, hallo, Shia. Suchst du Diana? Ich glaube, sie ist nicht hier. Und ich hoffe, sie ist okay. Wo geht's hier lang? Oh. Highlight! Halt! Ach so, halt! Who goes there? By the name of your great lord, Lord Leon, you shall not get passed through here. Dann halt nicht, Mann. Great Knight Leon. Ich glaube auch. Hier ist der Guardian Path, okay. Oh, hallo, ich, ja. Es ist, ich bin es. Ich bin Jagold. Du kennst mich, der Creator dieses Games. Was? Du kennst mich nicht? Hm, egal, wie auch immer. Wie, ob du es magst oder nicht. Ich bin hier, in dieser kleinen, pinken, pyramidenrockartigen Sache, um dir Hinweise zu geben, wo du als nächstes hingehen musst im Spiel, wenn du verloren bist, okay? Ich hoffe, dass es, das stört dich nicht, wenn ich ab und zu mal wie eine alte Person rede. So, du suchst meine Leitung? Gut. Deine Reise beginnt nun. Gehe westlich und enter Sinister Woods. Auf den Weg erwartet dich ein Gegner, der den Mond jagt, und eine ältere Person, die deine Hilfe braucht. Okay. Ist das mein erster Kampf? Hallo, hier. Es ist ein schöner Tag, um rauszugehen, hä? Ja. Ach, da kann ich auch wieder nicht lang, weil da Leute sind. Dann brauche ich auch noch nicht lang zu gehen. Sparen wir uns unser erstes Pokémon, fangen noch für die nächste Folge auf. Ja, hier komme ich auch nicht ums Pokémon-Fangen rum. Ich möchte noch keinem Pokémon begegnen. Ich habe nämlich noch keine Pokébälle. Also solange ich noch keine Pokébälle... Genau, das ist nämlich die nächste Regel. Solange ich noch keine Pokébälle habe, zählt das natürlich noch nicht. First Meet, First Catch, ne? Also... Ja, lol. Vielleicht finde ich ja hier noch was. Ja, der sagt nur irgendwas mit Boulders. Hier in dem Haus war... Nee, das ist ja mein eigenes Haus, ich Trottel. Heißt das, hier sind immer Items in diesen Bäumen? Nee. Ich guck halt gerne, ne? Hoffe, das stört euch nicht. Ja, aber ich freue mich echt auf dieses Spiel. Das wird bestimmt eine Menge Spaß. Wie gesagt,
Wer ein Pokémon nach sich benannt haben will, kein Problem. Wer ein Pokémon einfach nur einen Namen geben will, kein Problem. Wir brauchen viele Namen, weil ihr kennt mich. Mir verrecken ständig Pokémon. Und ich hoffe, hier gibt es einiges an Routen. Warte mal, hier haben wir einmal Guardian Path und Greenleaf. Wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Pokémon. Dann später, wenn ich denn dann Pokébälle habe. Ich würde auch einfach mal sagen, wir trainieren uns erstmal hier hoch auf Level 7. Guck mal, für Bunny. Das ist einer von den selber createden Pokémon. Ist ja cool. Theoretisch hätten wir das jetzt fangen dürfen. Oh, Taubsi. Ein bisschen trainieren schadet ja nicht. So bis Level... Weiß nicht. Auf jeden Fall ein paar Level höher. Leaf Seed. Ich würde sagen Level 8. Level 8 ist ein gutes Level. Dum, 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 dum. Immer wieder Pokémon Center. Weil wir fangen, wenn wir schon früh anfangen. Oh, hier wird das echt angenehm, Leute. Ey, ich freue mich. Endlich trainieren und zwar nicht stundenlang, sondern ich kann hier rumlaufen, tackle, tackle und schon klatsche ich die Gegner weg. Oh, Ducklet. Ich hoffe, wir begegnen als erstes diesem anderen neuen Pokémon. Das hätte ich echt als erstes gerne. So, diese Pokémon brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ich würde sagen, warte, dieses Item schnappen wir uns noch. Ach, ist das vielleicht ihr Item, dieses Amulettmünzen-Dingens? Moment. Laufen wir doch mal noch schnell zurück und gucken, ob es genau das Item ist, was sie will. Ne, die war ja hier in dem Haus. Ey, ich hab dein... Ne, es ist nicht dein Haus. Hallo. Ist das vielleicht dein Item? Oh, danke, Shia. Danke dir so viel. Ich werde hier warten, okay? Achso, ja, ne, war nicht ihr Item. Das heißt aber, back. Amulett Coin Give. Erstmal unserem King Cell. Ist hier vielleicht noch ein Item? Aber hier ist ein Item irgendwo, oder? Warum haben die denn hier so die Bäume so komisch hingestellt? Ja, und dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge. Ich hoffe, euch wird das Projekt genauso viel Spaß machen wie mir, auch wenn ihr das vielleicht schon woanders gesehen habt. Aber ich nehme auch dann immer gerne Tipps an. Solange es nicht allzu große Spoiler sind, ne? Weil ich möchte mich ja nicht voreingenommen gedingensen, ne? Also, ja, das war's dann für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Die Folge hier dürfte ein bisschen länger oder kürzer sein. Eher länger, denke ich. Und ja, erstmal safen. Und bis dann. Schlaft gut und gute Nacht.